So, dann kommen wir zu den Bedienelementen des Autos. Wir haben hier ein relativ normales Getriebe, kommt aus dem VW Audi Konzern. Relevant ist hier eigentlich nur, dass wir für den Retourgang nach unten und nach vorne drücken, um den Retourgang einzulegen. Ganz normal mit Kupplung zu schalten. Das sage ich immer wieder dazu. Es ist zwar ein quasi Rennauto für die Straße, aber wir verwenden trotzdem die Kupplung zum Schalten. Die Handbremse steht etwas komisch in den Innenraum, ist aber ganz normal zu betätigen. Wenn man zieht, da rastet sie ein, Knopf drücken, löst. Wir werden die Handbremse beim Fahren nicht wirklich brauchen. Mit dem Heckantrieb auf Schnee kann man den Driftwinkel auch so regulieren und braucht die Handbremse eigentlich gar nicht, nur zum Stehenbleiben. Dann haben wir die Startfunktion, wo ganz wichtig ist, dass wir zuerst Kupplung und Bremse gleichzeitig betätigen müssen. Dann drücken wir auf den Startknopf. Dann fragt uns das schöne Display, was wir von einem Superbike abgeknöpft haben, ob wir ready to race sind. Wenn das der Fall ist, drücken wir am Lenkrad den Mode-Knopf. Und dann können wir noch einmal den Startknopf drücken. Und dann springt das Auto erst an. Relevant bei den Bedienungselementen ist natürlich, dass wir kein ABS haben, keine Servolenkung, keine elektronischen Helferlein. Das ist ganz wichtig, dass wir beim Bremsen, speziell am Eis, einmal probieren. In der ersten Runde drückt man mal auf die Bremse und schaut einmal, was passiert, wenn die Räder stehen. Am besten bremst das Auto natürlich, wenn sich die Räder gerade noch drehen. Das heißt, man bremst einmal, bis die Räder vorne zum Blockieren anfangen und nimmt dann Bremsdruck etwas zurück, dass die Räder noch rollen können, weil nur rollende Räder können auch einlenken. Das heißt, wenn wir auf der Bremse stehen, werden wir geradeaus rutschen, wenn die Räder stehen. Wenn sich die Räder drehen, dann lenkt das Auto auch ein. Wenn wir Probleme sonst haben mit der Fahrdynamik, dass das Auto nicht einlenkt, gibt es ein paar Tipps. Man kann zum Beispiel vor der Kurve auf die Kupplung steigen und beim Runterschalten abrupt die Kupplung auslassen, dann lenkt das Auto etwas besser ein und man kann dann versuchen, mit dosierten Gasstößen den Drift durch die Kurve durchzuziehen. Andere Möglichkeiten sind natürlich, das Auto ein bisschen platzieren vor der Kurve mit der Bremse, dass man es richtig hinbremst, dass es sich von selber hineindreht in die Kurve. Und mit leichten Gasstößen kann man natürlich auch immer wieder einen Drift provozieren auf Eis und da kann jeder zumindest 15 Minuten lang rumspielen und drauf kommen, was für ihn das Beste ist, was funktioniert. Und die Zeit wird dann zeigen, ob es auch gut so war.